Nochmal ganz kurz für den Highlight-Kanal hier, ja? Wir spielen jetzt Hyrule gestern zu dritt im 24-Stunden-Stream. Ich gegen Zelda-Meister und Link Katsu, ja? Die Punkte, aber wie war es jetzt verteilt? Hat jemand noch gerade gesehen? 30% Link Katsu, 11% auf Zelda-Meister und 57% auf Schneel. Dankeschön. Oh, der Druck ist hoch. Dankeschön. Okay, das ist so spannend. Hoch. Wir machen zum Aufwärmen kurz eine Runde. Eine Runde gemeinsam, ja? Die wir einfach zusammenspielen. Parameter, Zeitlimit unendlich, genau. Türme und alles andere ausgestellt, ja? Wir versuchen das zusammen zu machen, alles klar. Okay, eine Türme, okay. Das ist mega easy. Ja. Okay, ja, das ist wirklich ultra easy. Zelda-Meister, komm. Bei ja. Dings, wie hieß da mal der Ort? Ich bin nicht da, da bin ich doch mit dem Pferd lang geritten. Mhm. Das ist die Stelle, wo mit dem Pferd abgehauen bist. Da bin ich doch aus der Palme gesprungen, wo ich mit dem Pferd lang geritten bin. Ja, das war das. Das war ziemlich genau hier so ungefähr, ne? Nochmal. Weiter, ja, da genau, da bei dem Baum. Nicht gegeneinander, sondern wir machen jetzt erstmal zusammen eine Runde zum Aufwärmen. Genau, ja. Bis zum Aufwärmen, wir spielen das noch kurz zusammen und versuchen volle Punkte abzuräumen. Es muss hier sein eigentlich, ne? Also ich habe hier diese Steine weiter hinten. Weiter hinten. Ja, weiter rechts, weiter rechts. Ja, okay. Ach, hier ist doch, ist es hier bei diesem, nee, das ist nicht bei diesem kleinen Wasser. Direkt am Wasser. Das sind ja schon die Steine da am Wasser. Also hier so ungefähr. Ja, ich würde ein bisschen weiter nach links, weil du hast Spekulationsraum. Geh weiter nach links, damit du die Mitte greifen kannst. Ja, ja, so würde ich machen, weil der wird trotzdem auf 5000 Punkte schnellen dann. Ja, ja. Oder warte. Oh, perfekt, ich würde sogar ein bisschen weiter nach unten gehen. Alles gut, alles gut. Ein bisschen weiter unten noch. Perfekt, haben wir. 28 Meter, let's go. 5000 Punkte. Sehr schön. Weiß ich, das ist hier. Das ist hier bei den Bäumen. Ja, ist jetzt die da Frage. Da ist auch ein Schrein drin, ne? Nee, da ist das mit dem Magier-Dings, so ein Polarstab, genau. Ja. Aber irgendwo ist auch ein Schrein hier drin, auf jeden Fall. Das kenn ich gar nicht, hä? Doch, da war ich früher zum Aufnehmen. Doch, das ist direkt neben Schloss östlich von Schloss Hyrule ist das hier, auf dieser Insel. Richtig. Oder Halbinsel ist es, ne? Ja, Halbinsel. Nee, eigentlich nicht mal. Ah. Nee, der Raum ist richtig, jetzt die Frage, welcher Stumpf. Ich würde. Danke, Emi, dankeschön. Ich würde fast sagen, das ist. Ich glaube, es ist nördlich. Oder so, hier so. Wir fassen es von der Sonne her. Das ja. Scheint ja Mittagssonne zu sein und der Schatten fällt nach da. Also müsste es eigentlich Norden sein, oder nicht? Nordöstlich müsste Link ja eigentlich stehen. Also ich glaube so hier. Also nach so links ungefähr, ne? Geht ein Weg. Ich glaub, also, generell auch, weil hier Berge sind so, ne? Hier sind ja noch am besten Berge so. Du wirst genau auf dem Berg, ja. Weil die Öffnung passt auch von dem Baumstumpf. Das passt. Ja, natürlich, hier ist die Öffnung. Ja, hier ist die Öffnung, ja klar. Ja, klar. Auch genau, da auf dem Bergrücken. Ein bisschen weiter nach links. Ja, doch. Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen weiter. Okay, 93 Meter daneben, aber es sind noch volle Punktzahl. Okay, aber das hätte ich nicht gedacht hier, dass es so weit drüben ist. Ich auch nicht. Ja, aber deswegen man hat man so ein bisschen. Das war vielleicht doch der hier, Das war vielleicht der hier, der gemeint war. Ja, da sind noch ein paar mehr Baumstämme. Ja. Okay, ich hab gedacht, das ist der hier mit dem Wizard Rope drin, aber es war der hier anscheinend. Okay. Aber trotzdem volle Punktzahl, let's go. Ja, gut. Das ist doch beim Stall offensichtlich. Das ist der Stall bei den vor den Ornis, wo jetzt der Kleeblattkurier. Das ist richtig schwer, das schaffe ich glaube ich nicht. Ist es sicher der vom Kleeblattkurier? Ja. 1000%. Ja, es ist komisch, dass es damals nicht geschneit hat da, ne? Dass es damals nicht verschneit war. Das siehst du auch an den, das siehst du auch an dem Gebirge, dass es der Orni-Schrein ist. Also der hier. Genau. Ja, eindeutig. Ja. Ich würde weiter rein. Geh mal richtig vor den genau, da hier. Rein. Hier, genau. Nein, ein bisschen weiter links. Ja, okay, passt. Ja, links. 57 Meter. Aber ich habe es daran erkannt, das muss neben dem Stall gewesen sein. Also auf der. Ja, okay. Ja, passt aber, das ist trotzdem. 3 von 5, let's go. Jodwerde. Ja, offensichtlich Jodwerde. Ja. Das ist aber einfach. Links, also hier ist der Hinox. Ja, ist der Hinox sogar. Perfekt, okay, alles klar. An dem sich Lino, der Dreckige, unter dem sich Lino versteckt hat. Gott, tut mir leid, das war wirklich unique. Deserved. Aber es war für den Sucher richtig mies. Also, wir waren hier da, kamen sie, glaube ich, ne? Ja. Weil hier sind die Gegner schon. Hier oben sind die Gegner, das ist schon ein anderes Plateau, das ist schon höher. Also muss es hier sein, so eine Zwischenstufe. Ich würde ein bisschen weiter nach Süden jetzt machen. Ja, genau, weiter zentrieren, richtig. Ich war sogar richtig, Warst du ja richtig. Ja, 24 Meter, komm, scheiß drauf. Also, wir sind durch, oder? Nee, 25. Einer noch. Einer noch? Oh, fuck. Nee, Satoriberg. Das ist der Satoriberg. Und richtig. hier ist das Minispiel, wo man durch so zwei Löcher schießen muss, damit der Schrein auftaucht. Falls ihr das kennt, da war eine Kashiwa-Quest. Über der Brücke sind wir auf jeden Fall schon. Ja. Das ist nämlich hier. Hier ist der Satoriberg und hier ist dieses Minispiel oder diese Location, wo man mit Kashiwa damals diese Quest gemacht hat, die Schreinquest. Ja, wir sind rechts von dem Weg. Hier oben ist der Berg. Guck mal, der Berg ist hier gespaltet und man guckt da relativ genau drauf. Der Berg ist wie gespaltet? Gespalten? Ja. So hier. Das heißt, wir müssen relativ. Nee. Hier so sein eigentlich. Na, weiter. Nein, unten, weiter Süden. Wir sind jetzt an der Klippe, wenn du da schaust links. Ich würde sagen, wir sind direkt an der Klippe rechts vom Weg. Also hier. Beziehungsweise rechts von der Brücke. Ja. Nein, weiter rechts.
Ist auch relativ flach hier, ne? Also das sieht auch relativ flach hier aus. Ja, viel weiter rechts. Hier sind drei Bäume, da ist ein Krog. Ah, das sind drei Bäume, das ist ein Krog, das ist interessant. Das ist wahrscheinlich der hier, ne? Das ist das, ja. Nee, ergibt keinen Sinn. Doch. Das sind diese drei Bäume. Wir sind viel weiter rechts. Wir sind rechts vom Weg, Bro. Ja, wir müssen weiter rüber. Also hier. Ja, genau da. Ich denke. Dann passt das mit dem Spalt auch, ja. Roundabout. Ja, genau da. Ja, weil dann hast du die Kluft noch. Das passt. Aber man sieht die Brücke echt gar nicht, oder ist es hier? Nee, Brücke brauchst du ja auch nicht. Auf jeden Fall müssen wir dort stehen, weil wir die Schlucht ja noch zwischen uns haben und dem Satori-Berg. Und das Pfeilspiel ist ja vor uns. Das heißt, wenn du dort klickst, passt ja alles überein. Wir haben das Pfeilspiel vor uns. Also hier meint ihr? Ja, ungefähr. Ja, definitiv. Ich würde auch sagen, ja. Vielleicht noch ein bisschen weiter links. Okay, passt. Aber let's go. Ja, so. Yes. Aber ey, 25.000 Punkte zum Aufwärmen, das ist ordentlich. Volle Punktzahl zum Aufwärmen, sehr schön. Wir sind natürlich auch geisteskrank süchtig und wir sind zu fünft. Ja. Zu dritt, zu fünft. Guten Morgen. Ja, aber das ist doch schon ordentlich auf jeden Fall. Das ist doch schon ordentlich. Wir haben noch zwei Geister dabei. Okay, dann machen wir jetzt die erste Runde gegeneinander, damit die Kanalpunkte hier schön mal eingelöst werden. Wer jetzt die meisten Punkte abräumt. Wir machen Spiel starten. Und seid jetzt auch bei. Seht ihr jetzt auch Vanna Boris im Hintergrund? Beim ersten? Warte. Den habe ich reingeschickt in den Sprachchat, genau. Ruf den nochmal auf. Ah ja, ich bin da im gleichen Spiel. Mhm. Ich bin da. Ich mache jetzt aber deinen Stream weg, damit ich nicht gucke, was du drückst, ne? Wait. Perfekt. Aber wie machen wir das? Du nimmst jetzt auch nicht den Chat zur Hilfe, oder? Wie wir können jetzt auch in den Chat gucken, aber. Ah, es kann losgehen. Mhm. Ah. Okay. Also, wir sehen. Wir sehen direkt den Schrein hier links. Boah, Junge, mit der BOTW-Grafik ist das aber auch verschwommen wie Sau. Boah, dieser Nebel, Distant Fog ist halt immer so nervig. Boah, das ist jetzt kacke. Das ist kein geiler Spot. Na. Aber man sieht die Oase da unten. Ja. Okay, da ist noch das. Das müsste... Also die Map... So viel kann ich sagen, das ist nicht die Oase. Das ist Gerudo-Stadt. Ich denke auch, dass es Gerudo-Stadt ist. Das ist keine Frage. Das ist die Oase. Nein, das ist die Oase. Das ist die Oase. Ich habe den Punkt. Die Oase meinte. Ja. Ich dachte, ihr meint die Südoase. Aber das ist ja der. Wie heißt die denn nochmal? Wüstenbazar meint ihr. Ja. Nicht die Oase. Warte mal, die Oase ist ganz andere Typen. Ich glaube, ich bin hier richtig. Warte mal. Ich weiß eigentlich ziemlich genau, wo ich mich platzieren müsste, aber ich mache extra noch nichts. Ich kann auch am Ende begründen, wenn ihr schon eingeloggt habt. Das können wir nicht auch machen. Einfach. Warte mal, ich glaube, ich kann einloggen. Ich glaube, ich logge ein. Wirklich, ihr könnt schon einloggen, wenn ihr wollt, aber. Nee, wir machen gleichzeitig. Ich muss noch erklären. Spannung. Deswegen, ich mache als letztes, weil ich muss noch erklären. Ihr müsst mir keine Tipps geben, ihr müsst ja nicht sagen, wo ihr eingeloggt habt. Ich weiß es ja nicht. Richtig. Dann wir dann hier. Da geht's ein bisschen runter. Nein, geh ich mal hier rein, ne? So, Lino. Na, ich muss langsam. Ah, doch, das ist hier, oder? Ja, komm, Lino. Also das Ding beim Geocaster ist halt wirklich immer, du brauchst zwei Anhaltspunkte. Okay, Lino, hast du gedrückt? Lino hat ja, ich hab auch gedrückt. Nein, ich hab 4774. Okay. Also, ich begründe kurz, ja. Wir sehen hier hinten den Brillenfelsen, wo Vanna Boris und der Tower drauf sind, wie in BOTW halt so war. Ne? Hier ist der Tower auf dem einen Brillenfelsen und auf dem anderen ist Vanna Boris oder irgendwie so auf jeden Fall. Ne, ich glaube, war nicht mal so, ne? Irgendwie auf jeden Fall, die sind in einer Linie auf jeden Fall in der Koordinate hier. Hier sehen wir einen Schrein. Der befindet sich hier drauf, was bedeuten muss, oder irgendwie hier auf jeden Fall so, in dem Gebiet. Und generell vom Winkel her passt es auch voll, dass wir hier zum Ausgang der Wüste gucken. Hier ist irgendwo der Ausgang der Wüste, ne? Oder da, wo die Pferde aufhören zu reiten, nämlich genau hier. Mm. Was bedeutet, dass wir ziemlich genau, ja, ich denke, dass wir, man sieht ja auch hier, dass die Stufen runtergehen, dass es sich hier so befinden wird. Weil hier fängt auch das Schneegebiet schon an. Richtig, man sieht es ja auch einfach aus dem Winkel. Ich habe auch die gleiche Position wie ihr. Ich habe nur eine Etappe drunter gesetzt, also eine Klippe drunter. Es hat nur irgendwie alles keinen Sinn gemacht für mich bis zum Ende. Ich denke hier. Egal, okay. Ich hol auf. Das tut jetzt weh. Bei wie vielen Punkte hattest du, Seidermasse? 4774. Okay. Nein! Also Leute, ihr habt auf den richtigen gesetzt, wenn ihr auf mich gesetzt habt. Nein! Was? Schneider hat noch weniger als ich? Ja! Nee, ich dachte, Schneider, guck mal, ich bin und nimm mal die Zielflagge und da drunter die Klippe. Die Spitze unter der Flagge. Weiter links. Weiter nach links. Ah gut, ich bin im Stream verzögert bei dir, ne? Ist ja auch egal, ja, ich kann es mir schon vorstellen. Ja.
Ja, ich bin halt eine Etage drunter. Okay, zweiter. Wir haben noch genug Runden. Wir haben noch genug Runden. Kann alles noch passieren. Kann alles passieren. Okay, gehen wir weiter? Ja. Wir gehen in die nächste. 1, go! Ach du meine Güte. Oh nein. Also das ist bodenlos. Nein. Das ist eine absolute... Ja, viel Spaß beim Raten. Seht ihr den Turm? Mhm. Da ist dein Turm. Ach du meine Güte. Das ist wirklich das Härteste, was ich je gesehen habe. Das ist irgendwo im Gebirge halt auf dem Weg zu den Gerudo. Das ist nicht hart. Ach, das ist unfassbar. Was? Schwer. Wir haben das Gleiche, ja? Warte, hier mit dem Gegner, mit dem Gegnerturm. Ja, ja, wir haben das Gleiche. Ja, da ist der Turm. Das ist nicht so schwer. Das ist eine Frechheit, das ist übel hart. Ich weiß jetzt aus dem Stegreif auch nicht, wo es ist, aber ich finde das. Da ist irgendwo das. Müsste irgendwo hier unten sein. Wie tief unten sind wir? Schon ganz unten, oder? Ist das Tal. Boah, ist das mies, Mann. Schwer zu sagen. Das ist richtig mies. Du bist relativ weit. Sind wir hier unten? Ist das? Ich glaube, ich hab's. Ich hab's, ja. Hier ist sogar der Vorsprung, auf dem er steht. Also da habe ich auf keinen Fall 5000. Das kommt auch immer auf den Spieler drauf an. Das ist zum Beispiel eine Region, in der ich fast nie war. Weil ich bin hier einfach immer über die Berge hinweggeflogen. So viel Tal gibt es auch eigentlich nicht. Ne? So groß ist dieses Tal tatsächlich gar nicht. Ich hab's. Oh mein Gott. Ich hab's genau. Oh mein Gott. Ja, wir haben alle 5000. Ich hab's, hab's genau. Ja, 5000. Drückt ihr drauf? Habt ihr? Ja, 5k. Scheibenkleister, ich hab 4479. Nein, das ist nicht wahr. Aber bei mir, das ist so ein Scam. Das ist so ein Scam. Genau vor meiner Nase ist sogar noch so diese, da wo die Bogies draufstehen. Hä? Miri dreht komplett durch. Bro, Zelda-Meister. Bro, das sieht bei mir wirklich genauso aus, wenn wir Screenshare anmachen würden. Guck mal. Warte, soll ich Screenshare mal anmachen? Schick mal einen Screenshot, ja. Das sieht genauso aus. Da könnt ihr mir mal. Guck dir das an. Ja gut, ich kann jetzt das Bild natürlich nicht mehr sehen, oder? Mhm. Naja, auf jeden Fall, guck mal hier, du hast jetzt hier... Wo bist du denn? Nee, das ist zu hoch. Du hast jetzt hier den Stein. Da hattest du links die Klappe, findest hier links den Turm und du hast rechts das Winterdingen. Ja, wo ist das Gegnerding? Na, das hast du komplett vergessen. Am anderen siehst du doch den Gegnerturm direkt da. Das große schwarze Ding links daneben. Oh, das ist unangenehm. Das war das Einzige, wonach ich gesucht hatte. Ja, ich hab noch 3 Runden. Halt, stopp. Wie viele Punkte hast du? Das mache ich. RIP-Kanalpunkte. Wie viele Punkte hast du? Ich habe insgesamt 9253. Okay, ich habe 9662. Okay, hey, Leute, wir gewinnen das. Okay, ich bin beim nächsten. Lino rasiert euch, dass es angeht. Okay, das muss easy sein. Also, das muss man hinkriegen jetzt. Ja. Wenn ich jetzt verkacke, ist es sehr. Viele Eis. Boah, ich finde sogar, dass Wächter einfach damals im Schnee waren. Wie cool ist das bitte? Ich glaube, ich weiß es. Ich glaube, das ist tatsächlich da, wo in Teotica auch ein Frostkriok ist. Ich glaube, das hier ist, glaube ich, das sein muss hier. Ich hinter ihm stehen. Aber ich bin nicht ganz sicher. Boah, das ist mies. Das ist nicht so korrekt jetzt. Gar nicht korrekt. Also die ungefähre Richtung kriege ich ja auch immer hin, aber dann, wenn es ums Nitty-Picky geht hier. Hast du irgendwie Hardcore-Modus ausgewählt, oder was? Das ist nicht leicht, ne? Von der ungefähren Positionierung. Ja, das genau ist schwer. Also ich kann's grob sagen, auf jeden Fall, auf welcher Ebene ich stehe. Du kannst dich ja auch nicht wirklich an Bäumen orientieren oder. Die besten Karten hast du, wenn du weißt, wo genau auf der Karte der Wächter steht, aber wer weiß das schon? Ja, ich weiß schon, dass da ein Wächter war. Wie gesagt, ich weiß auch, dass dein Theotikan ein Frostkriok ist. Aber das macht es trotzdem nicht so einfach. Also das macht es nicht so einfach zu sagen, wo Link steht. Ne. Ich denke aber... Okay, also ich denke, das ungefähre Gebiet haben wir alle. Jetzt kommt es halt drauf an, wie nah man ist, ne? Also ich würde jetzt einloggen, tatsächlich. Ich würde jetzt auch einloggen. Ja, ich würde es jetzt auch nicht zu lange ziehen. Also genauer wird's nicht. Ja. Okay, ich validiere. 3, 2, 1, go. 5K. Das kann nicht sein. 4, 8, Schniel, was hast du? 4, 8. Ich habe 4, 5. Scheiße, ey, Lino rasiert echt wieder. Ja, Leute, also das ist dass krank. Dass das so weit weg ist. Lino, du hast echt geografisch ein sehr gutes Auge, muss man sagen. Krass. Dass das so weit weg ist von dem Ornigo. Das sah doch echt gerade aus, als ob wir nicht auf dem Plateau selbst sind, wo der Wächter drauf ist. Nee. Aber anscheinend ist man also das ja doch. Wirklich von der Distanz her hätte ich mit einer Windbombe dahin fliegen können. Wir waren ein bisschen drüber. Also, guck mal, ich kann euch mal ein Screenshot schicken, wo ich war. Ach, Junge, Zelda-Meister, ja, sorry, Pleitegeier, weißt du, wie schwer das ist? Wir sind voll enttäuscht von dir. Ich habe euch mal ein Screenshot reingeschickt, wo ich bin. Wenn wir jetzt, ne, irgendwo was hätten mit Waffen-Drop-Rates oder so, ich könnte jetzt hier durchziehen. Aber geografisch. Ja,
Waffendrop-Rates. Na, weiß ich mit Sicherheit mehr als. Nein, das war easy. Niri, das war nicht easy. Erzähl mir das. Das war nicht easy. Das war wirklich schwer. Das war überhaupt nicht easy. Das heißt, Dino sagt, es war schwer. Aber guck mal, ich hab einen Screenshot reingeschickt, wo ich mich platziert habe, ne? Ja, das war halt der Berg, den man gesehen hat da links. Ja. Makes sense, leider. Aber wo hat selber Meister? Ja, oh, Digga, das ist doch die Kaliberspitze. Ich bin so ein Vollidiot. Ich hab mich doch direkt neben. Nee, das ist nicht die Kaliberspitze. Stimmt auch nicht. Ist das die Heberspitze hier? Nein. Ich mach Screenshare, dann kann ich das ein bisschen erklären. Nee, das ist die Kaliberspitze, da wo Tulin wartet. Egal, weiter geht's, machen wir Runde 4. Egal. Wenn wir jetzt noch aufhören sollten, wäre krass, aber aktuell. Oh nee! Gewinnt Lino. What on earth? Ich weiß, was es ist. Ich weiß genau, wo es ist. Ich kann sofort einloggen. Okay, Leute, nie wieder auf mich setzen. Ich weiß genau, wo das ist. Das ist wirklich schwer. Damn, und ich weiß, dass dein Theotika auch ein Krog war. Nein, ich komme nie wieder für einen Gastauftritt, Mann. Also das ist ja ich ruiniere mich hier gerade wirklich komplett. Also ich weiß ungefähr, wo wir uns befinden, aber mit ungefähr kannst du dir halt wirklich gar nichts kaufen. Also nicht ungefähr. Oh, ich glaube, ich hab's. Oh ja, ja, ich hab's. Also wenn es das nicht ist, das ist es. Also wenn es das nicht ist, also ich sag ehrlich, das sieht für mich ungefähr akkurat aus. Ich weiß aber auch, dass... Weil nee, irgendwie ist das zu nah dran wieder. Das Problem ist, ich weiß immer von der Geografie, wo ungefähr das ist. Aber ich kann die Distanz überhaupt nicht einschätzen. Da fällt es mir immer übel schwer. Weil gefühlt, wenn ich jetzt auf das Bild gucke, denke ich mir, moah, das ist schon ein bisschen bis zur Zitadelle. Dann gucke ich allerdings bei mir hier auf die Karte und denk mir, ich wäre in einer Sekunde dort. Okay, aber ich will jetzt auch nicht länger aufhalten. Ich würde jetzt das nehmen. Ich habe das einloggen, Gefühl. Ich weiß, dass es falsch ist. Meins ist auch falsch. 5000 Punkte. Okay, GG, Jungs. Halt dein Maul. Das ist nicht wahr, nicht. Wo ist das Haus? Da ist kein Haus. Irgendwo kann ist da groß auf der Karte. Das kann doch nicht sein. Warum ist da kein Haus eingezeichnet? Ich war davor richtig. Ich hab's verkackt. Ich bin bei 4-2. Ich hab davor richtig gehabt. Ja, das ist genau beim nördlichen der beiden Zwillingsberge. Das darf nicht sein. Ein Zwillingsberg sein, aber das ist nirgendwo ein Haus. Ich hab so die Wetteinsätze. Ja, die Wetteinsätze sind wirklich bodenlos. Ich muss aber sagen, Ivarok. Aber selbst wenn dann Ivarok war, das weiß doch nicht jeder. Ja, das weiß nicht jeder. Also ich frag mich nicht, wo die Ivaroks sitzen. Ich bin auf 3 Meter genau drauf. Ja, ich bin 13 Meter. Das kann doch nicht sein, Alter. Wie machst du das? Ich hab 945 Meter daneben, Mann. Ich war davor sogar richtig. Ich glaube, das Ranking ist relativ sicher. Ja. Okay, letzte Runde, ja. Ach, komm. Ja, das sollte easy sein. Ja, leider. Okay, es ist eigentlich relativ safe, wer jetzt gewinnen wird. Na, erstmal muss ich noch das Gegnerlager finden. Ah, das ist glaube ich hier drüben ein bisschen, ne? Wo ist das? Ich kenne die Ecke, aber ich weiß gerade nicht mehr genau, wo sie ist. Aber ich hab dieses Gegnerlager im Kopf tatsächlich. Bin so verloren. Hä? Ich weiß, mich hat damals bei Modded Mastermode, hat mich dann Exalfos getötet, weil der einen Zweihänder auf mich geschmissen hat. Ich wusste nicht mal, dass sie das können bis zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, ich muss weniger an Bücher und auf Reddit sitzen für Zelda und mehr spielen. Ich glaube, tatsächlich, ja. Ich krieg das nicht hin. Der Zelda-Meister, der TOTK nach einem Jahr knapp durchgespielt hat. Baum. Okay. Ah, ich hab's. Warte mal, das muss es eigentlich sein. Ja, das ist einfach. Es ist eigentlich auf der Seite hier, oder? Es muss doch auf dem Weg hier sein. Also wenn ich das jetzt falsch habe, dann tut's mir halt wirklich an alle leid, weil das, also... Ist es nicht der Ovo-See hier doch? Das ist doch der, oder? Eigentlich... Nee, also das muss... Sofern du das auf der Karte, das Lager gefunden hast, kannst du das ja im Prinzip gar nicht mehr verstehen. Ja, aber ich stehe gerade auf dem Schlauch, weil ich kenne dieses Lager und ich weiß auch, dass es bei Hebra ist oder bei Tavanta. So, ich drück jetzt ab. Ja, erst mal 5000 Punkte. Sauber. Also ich bin mir sehr sicher, ich mache hier die 25.000 voll. Aber wenn man das vergleicht, bin ich gar nicht so schlecht. Ich bin bei 23.014, also das ist nicht so bad. Wie viel hast du? 23.014? Ja. Ja, das finde ich nicht schlecht. Das ist nicht so schlecht. Es geht immer nur um die feinen Punkte am Ende, ja. Richtig, ja. Das ist es so. Also ich hatte immer das Recht. Wir müssen mal eine Speed-Version jetzt machen, da würde ich viel besser schneiden. Digga. Weil ich krieg den groben Ort, habe ich immer instant drinne. Ich stehe gerade so auf dem Schlauch, das kann doch nicht sein. Oh, du musst einfach nur nach dem Lager suchen, wirklich. Ja, ich finde es aber gerade nicht, ich weiß gerade nicht, wo ich genau suchen soll. Na, wenn man weiß, wo das ist. Kann nicht sein. Also ich hätte von... Irgendwo. Ja, hatte ich auch gedacht. Aber, ja. Ich habe dann aufgegeben zu rätseln, wo wir sind, und habe nur noch das Lager gesucht. Also Leute, freut euch schon mal, ihr bekommt eure Gewinne ausgezahlt. Ja, ja. Dino, wie viele Punkte hast du? Ich habe noch nicht eingeloggt. Oh Gott. Aber das müssen kein Baum sein. Also wenn du das gefunden hast, dann... Ja, ja.
Bro, ist... Ja, gut, okay. Ja, ja, das ist auch gefallen. Ich dachte, du bist das weiter, okay, weiter südlich, ehrlich gesagt, aber gut. Dachte ich auch, und dann habe ich auch nach dem Ding gesucht und zack, ja. Okay. Ja gut, also, Zeno hat original 25.000 Punkte. Oh mein Gott. Schwer damit mitzuhalten, auf jeden Fall. Schade. Schade eigentlich, naja. Ah, ich hab 23. Hey. Okay. Kanalpunkte dazu. Du hast jetzt 50 dazu bekommen. 15 leider nur, ich habe nur 10 gesetzt. Eieiei. Okay, ja gut. 105.000 Punkte gehen an Linkatsu und seine Anhänger. Ach du Scheiße, ey. Ja, tut mir leid, Leute. Tut mir leid an alle, die auf mich gesetzt haben. Ich finde, ich habe gut gekämpft trotzdem. Auch an mich, aber immerhin haben wir bei mir nicht so viel verloren, weil die Erwartungen niedrig waren. Motto in meinem Leben. Okay, passt auf, ich mache eine neue Runde, ja? Wir machen diesmal Speed, weil ich glaube, da habe ich wesentlich bessere Chancen. Okay. Pass auf, wir machen Zeitlimit, warte. 30 Sekunden. Machen wir eine neue Wette, oder? Okay. Ja, aber nicht auf mich wetten, bitte. Okay. Wir machen eine neue Wette. Vorher sagt ich sagen, okay, wer gewinnt? Es geht wieder nur auf den Gewinner tippen, ja? Also, zweiter Platz ist egal, es geht nur um den Gewinner. Baumelbruder schreibt nie wieder tipp ich auf ZM. Ey, pass auf, jetzt wettet keiner mehr auf mich und ich gewinne jetzt. Oh, das wäre halt wild. Dann kannst du halt crazy Gewinne machen. Ja. Nee, aber wirklich, ich muss halt auch dazu sagen, dass ich nicht so viel in der Umwelt rumlaufe, weil zum einen hole ich nicht mehr die Clips, sondern mein Cutter. Ausrede, aber ist so. Und ja. Ich habe halt auch keine 100%, ne? So, ich wette 10.000 auf mich. Weil die Crocs waren mir zu doof. RIP, wenn ich das 11-Stunden-Croc-Tutorial aufnehmen muss. Oh mein Gott. So, wir müssen jetzt aber gleichzeitig machen, ne? Weil wir haben einen Timer. Nee, müssen wir gar nicht. Wir müssen gleichzeitig machen, ja, schon. Klar. Yusuf, 350 auf ZM. Oh mein Gott, ihr macht die Leute hier pleite, Mann. Aber Respekt an meine Gruppe, wobei jetzt gerade lassen sie ein bisschen nach. Aber Respekt an meine Supporter. 11%, Seldermeister. Dass ich trotzdem wie viel habe ich? 11? Ja. 11%, ja? 12.000 Punkte gehen auf dich. Echt? Ui. Ja. Naja, krass, was heute im Chat los ist. Ne, fast 400 Zuschauer die ganze Zeit. Ja. Ey, das wird jetzt ein Gamble-Stream. Pass auf, dass du hier nicht sehen wollen. Das ist ein Gamble-Stream. Das ist das Gute, man kann nicht mit Geld wetten. Das ist einfach nur Kanalpunkte, die man einfach durch Zuschauen earned. Das ist gut oder nicht? Ja, okay. Diese Runde vertraue ich auf ZM. Edgar hat hohe Ansprüche. Oh nein! Oh, Scheinkleister, okay. Dann erste Runde in 3, 2, 1, go! Oh Gott. We're cooked. We're cooked. Wir sind gekocht, Jungs. Wir sind richtig gekocht. Ich glaub, oh, in Gottes Namen ist der Turm. Ich bin so im Mors. Wie lange haben wir noch? 10 Sekunden? 10 Sekunden, noch. Alter. Wo sehe ich die Zeit? 4.300, verdammt, nein. Ah, okay. 4.400! 4.900! Oh, doch nicht selber, Meister. 4.900, okay. Oh. Puh. Ich habe auf den falschen Berg gesetzt. Aber das ist der Athenoturm gewesen? Ja, der ist auf der Klippe hier. Ich dachte mir schon, dass es der Athenoturm ist, weil das ist der nächste, der gekommen wäre. Okay. Weil ich habe 5 Sekunden noch. Aber das wird verdammt spannend. Okay, das kann alles passieren. Okay, verrat mal die Punkte nicht, das ist noch lustiger. Verrat mal die Punkte nicht. Okay. Oh ja, okay. Okay, alles klar. 3, 2, 1, go! Was? Zum Teufel. What is that, bro? Zelda-Meister! Ja! Oh! Okay. Machen wir weiter. Ich glaube, wir haben alle abgerissen. Ja, ich glaube auch. Okay. 3, 2, 1, go! Ah, easy. Easy game. Ja, tatsächlich. Easy clap. Oh, nee, warte mal. Warte mal. Ja. Der Feinschliff ist ein bisschen eklig jetzt, ne? Ja. Ew. The heck, du. Kann weitergehen. Ja, yes, kann weitergehen. 3, 2, 1, vorletzte Runde. Nee. What is this? Das hatten wir schon mal, oder? Das hatten wir, Lino. Ja, das hatten wir. Das ist ein bisschen unfair. Ja, toll. Da habe ich jetzt natürlich einen Riesennachteil. Das ist aber auch ultra schwer, wirklich. Das ist auch echt ekelhaft. Das ist ja richtig mies. Oh, Junge, das ruiniert mir meinen ganzen Run. Was soll das denn jetzt? Boah, Bruder, ist das fies. Okay, seid ihr durch? Mhm. Ja. 3, 2, 1, go.
Ja, wieso immer der Turm? Warum immer Ateno einfach? Was ist da los? Ja. Orientierung, hallo. Oh, mein Wecker klingelt. Ja, so ungefähr wird schon stimmen. Nee, stimmt nicht. Oh, ich hab's an den letzten zwei versemmelt. Gut, für die vorletzte konnte ich nächste. Hattet ihr beide schon. Ich hab mich noch ein bisschen korrigiert, aber nicht perfekt. Okay, alles klar. Okay. Das wird, glaube ich, richtig knapp. Ja, ich denke auch. Ich glaube, es wird richtig knapp. Also wir haben oft nicht volle Punktzahl. Können wir uns darauf einigen? Wir haben, glaube ich, einmal volle Punktzahl beide. Oder ja, alle drei. Einmal. Okay, ihr könnt ein Screen weiter, bis dann diese Tabelle kommt, wo ihr seht, was ihr auf welcher... Ja, okay. Oh, stimmt. Sehr gut, sehr gut. Ich habe jetzt schon verloren, das sehe ich. Leute, ihr hättet nicht auf mich wetten sollen. Was habt ihr in der ersten? Erste Runde. Wie viel? Was? Erste Stelle, Leute. Nee. Erste Runde. Was war die erste Runde? Runde. 4.374. Puh. 4.404. 4.918. Das ist halt krass. Ja gut, zweite, 5K. 5K, ja, war klar. Dritte. 4.942. 4.818. 4.894. Okay. Schneider gewinnt das. Ja gut, vierte, was soll ich da sagen? 4.923. Ja, 4.238, da hatte ich keine 5.000. Ahnung. 5.000. Ihr hattet das schon. Ja. Das ist halt mies. Also momentan Schneider noch vorne. Letzte Runde. Schneider gewinnt doch. Ja, die letzte Runde. 4.375. Ich habe wieder verloren. Nein, Mann. Nochmal? 4.980. 4.785. Gesamtpunktzahl? 20.219. Ich habe doch noch gewonnen. Was? Nein. Ich habe doch gewonnen. Ich dachte, du hast gewonnen. Nee, ich hab 24.597. Deine erste Runde hat geregelt. Deine erste Runde war halt zu krass. Boah. Da hab ich reingeschmissen. Oh nein. Ja, Leute, so es war so krass. Wie viele Punkte hattest du, Zelda-Meister? Ich hab keine Ahnung. Was waren das? 22,8. Okay. Fast 23. Let's go. Ultra close. Das war echt Punkte. Ziemlich knapp gegen Ende. Hey, ich hab mich gerade noch korrigiert. Beim fünften hatte ich mich erst rechts vom Wasserfall platziert. Also ungefähr da, wo auch der zweite Punkt war, ziemlich genau. Da ist mir aufgefallen, nee, ich muss weiter im Westen sein. Bin dann noch ein Stück weiter nach Westen gegangen, aber immer noch nicht weit genug im Westen. Und deswegen habe ich damit noch ein paar hundert Punkte rausgeholt. Ja. Wollen wir jetzt nochmal Ultra-Speed machen? Ultra-Speed? 15 Sekunden. 15 Sekunden? Das ist schon krass. Das ist Selbstmord, Alter. Aber ich bin das ist deine Intuition. Okay. Es geht nur 10 oder 20. Oh Gott. Oh, 10 Sekunden ist zu krass, oder? Also ich glaube, da gewinne ich nicht. Also, ja. Tut mir leid, Leute, ich habe euer Geld verspielt. Eure Schneidebeulen. Okay, also aber nächste Runde hole ich sie wieder zurück. Das verspreche ich euch. Jetzt dritte Runde. Das Ding ist sogar, als ja, das sind 15 Sekunden oder 10? Also 10 ist geisteskrank. Es geht, das heißt. Lass 20 machen, okay? 15 geht, naja, 20 besser. 15 geht nicht, ja. 10 also ist 10 ist. Nee, 10 da komme ich noch nicht mal auf die Karte drauf. Ja, das ist das Problem. Okay, also 20 Sekunden, ja? 20 Sekunden wird eine sehr schnelle Runde, aber ihr könnt wieder wetten. Okay, Digga, die Wetteinsätze sind so hoch, ne? Das Ding ist, als ich das mit Lino das erste Mal zusammengespielt habe, habe ich sogar gewonnen. Ich muss auch nochmal wetten. Oh nein, ich habe ja mein Geld verspielt, oh nein. Lino hat nichts mehr zu einsetzen. Doch, ich habe nur 5K. Okay, ich bin nicht eingeloggt auf Twitch. Also 82.000 auf mich, 62.000 auf Lino und 11.000 auf Zelda-Meister. Oh, na dann. Gut, es wird spannend. Okay, 3... So, der nerd komplett rein. Ich nerde komplett rein, Naila. Versprochen. Ich sammle meine Kraft. Mein ganzes Wissen. Meine Konzentration. Ja, seid ihr bereit? Ja. Nee, die Wette läuft noch. Moment. Ach so. Die Wette ist jetzt. Oh Gott. Alles klar. Okay, dann. 3, 2, 1, go. Töte mich. Das ist nicht der Scheiß. Ich weiß auch, was es ist. Erstmal dieses willst du mich flachsen, dann so. Oh, nee, ich weiß, was es ist. Alles gut. Ich weiß doch nicht garantiert, was es ist. Es muss hier sein. Ja, das ist sowas von. Oder? Das werdet ihr auf keinen Fall richtig haben, könnt ihr vergessen. Das habt ihr nicht richtig. 5K, du hast nicht 5K. Ah, doch. Du laberst. Du hast niemals hast du das richtig. Leon! Nicht gucken! Leon, nein! Nicht gucken! Doch, ich hab ja schon längst eingeloggt. What the fuck? Was ist das? Nächste Runde. 3, 2, 1, go. What the heck? Easy peasy. You kidding me, bro? What's this? That's easy. The hell is that? Ja, Zelda-Meister am Kochen! Mein Lieblingsort. 3, 2,
eins, go. Oh ja, gut. Naja, gut. Boah, ist das schwierig. Das ist hart, ja. Das muss man erstmal hinkriegen. Oh, ich hab's nicht richtig. Oh, nee. Okay. Okay, drei, halt, zwei. Stopp, ich bin noch gar nicht durch. Okay. Null. Kann losgehen. Drei, okay. drei, zwei, go. Mhm. Ja. Wo ist das nochmal genau? Ich kenne das, aber ich vergesse wie immer, wo das ist. Das ist richtig dumm. Ja. Meine Karte buggt. Hallo. Ja, super. Oh ja, jetzt richtig abgeräumt ja, das damit. Muss sein. Ich hab's so falsch. Holy shit. Halt dein Maul, Alter. WTF. Oh. Holy shit, bin ich falsch. Och mein Gott, war das ein Arsch. Ich bin so falsch. Wo ist das denn? Okay, komm, also das musst du auch erstmal. Aber weit war ich nicht daneben. Okay. Okay, also. Ich war weit daneben. Holy shit. Nächste Runde. 2700 Meter, Mann. Nächste Runde. Okay, letzte Runde in 3, 2, 1, go. Ich darf jetzt nur nicht reinkacken. Oh nee, das ist jetzt nicht dein Ernst. Alter. What? Scheiße. Ich glaube, das ist der See. Ich glaube, das muss der sein. Aber wieso ist der See der. Oh nein, ich glaube, das ist komplett falsch. Oh nein. Ich bin komplett falsch. Oh nein, das also ist das nicht dieser See. Schwer. Das ist. Also, das ist wirklich verboten. Verdammt. Das okay, okay. Ergebnisse? Der Schneider hat mich damit jetzt noch überholt. Willst du mich veräppeln? Nein. Scheiße, das war ja wirklich lächerlich. Das ist wirklich. Nein. Ergebnisse war ja lächerlich. Oh mein Gott. Okay, wir gehen durch. Leute, Runde erste Runde, was habt ihr? Was habt ihr? Ja, sag an. 5K. Was? Halt dein Maul, wie hast du doch 5K? Erzähl mir doch nichts. Wie kann er das richtig haben? Wie weißt du das? Man kennt doch diesen Schrein, der hinter dem Renell. Ja, Digga, ich dachte, das ist ein Hebra. Ich dachte, das ist ein Hebra, ich hab original 0 Punkte. Nee, ich bin auch richtig, ich bin bei 4675, aber Bro. 5000, ich werd behindert. Okay, also gut, ich war original 8051 Meter daneben. Du bist einfach, du bist Kartoffelkorb, Mann. Was hast du gezogen? Du hast Hebra. Ich hab Hebra gesagt. Ja, ich hab 0 Punkte, sag ich doch. Okay. Da war vorbei Leute, einfach. Da war schon vorbei. Der Meister hat noch eine Chance. Zweite Runde. Zweite was Runde. Da hab ich gekocht. Ich hab 4991. Feimkleister. Ich hab 4884. 4905. Ja, ich bin voll schnell. Ich bin nicht letzter. Komm schon. Okay, ich dann hab am Ende aber komplett reingekocht. Dritte Runde. Dritte Runde. Hab ich 5K. Digga, also ich spiele mit Limo nicht mehr. Das nächste Mal tauschen wir gegen Jan aus. Das macht ja keinen Bock. Das ist ja wirklich scheiße. Ja, dritte Runde habe ich 4970. Ich habe da 4854. Ich bin mit Schneider immer sehr nah beieinander. Okay, vierte Runde. Ja, jetzt habe ich verkackt. Runde 4404. Lino, hör. Also, Digga, hör doch auf, wirklich. Wie? Also, das ist wirklich. Das war halt am Strand, Leute. Ja, aber Bro. Ich dachte halt, das ist woanders. Ich dachte auch, dass es woanders. Ich dachte, es ist unter diesen Klippen bei Dings. Wo war das denn nochmal? Ich vergesse schon wieder, wo es ist. Ich dachte, es ist unter diesen Klippen zwischen Hateno und den Zwillingsbergen. Nee. Weil auch so Löcher im Boden sind. Da habe ich irgendwie instinktiv dran gedacht. Weil das ist halt der Punkt, wenn man so wenig Zeit hat, dann denkst du nicht so krass drüber nach. Okay. So, das Schlimmste ist halt jetzt aber die also letzte Runde. Also, wie viele Punkte hattet ihr? Wie viel hattet ihr da? Die letzte Runde ist wirklich, das kann alles. Warte, beim vierten, was hattest du beim vierten, Leon? 2822. Es ist 2637 und du hast die letzte Runde gut gehabt. Ja, letzte Runde war richtig schlecht. Für euch. Also letzte Runde komplett grauenvoll, 2359. Halt doch, ich habe 1933. Ja, ich habe 5000, ich war 22 Meter daneben. Oh mein Gott, ich will nicht letzter werden. Was habt ihr insgesamt? Da habe ich gekocht, ja. Sagt ihr es mal. Ja, also 17.676. 19.004, ich bin nicht letzter, ja. Oh nein. Wie knapp war das denn? Ja, und Lino, das sind 23.000. Ey, das reicht, das ist vorbei. Wir sind raus aus dem Stream, Junge. Lino hat voll. Nein. So, Bro, du bist so am. Nein, letzte Runde hat Schneider gewonnen. Jedes Mal vertraue ich auf dich, Leon, und jedes Mal werde ich maßlos enttäuscht. Okay. Tut mir leid, Deiner. Tut mir leid. Das ist hart. Eieiei. Ganz kurz nochmal: Infinite Yui, Dankeschön. Vielen lieben Dank für 45 Bits und 2 Gifted-Subs. Ey, Moment, die gingen an. Jesse Neven und Dynomax oder sowas. Dankeschön. Vielen lieben Dank, Mann. Danke für den Support. Jetzt frage ich mich aber ernsthaft, wie Lino der Beste sein kann, obwohl der von uns dreien mit Sicherheit am wenigsten Zelda gespielt hat. Ja. Weiß ich nicht, ob ich am wenigsten Zelda gespielt habe. Du hast auf keinen Fall mehr als dich Zelda gespielt. Das kannst du vergessen. Also meine Orientierung ist schon crazy, merke ich. Alleine glaube ich, dass ich relativ, verglichen mit dir relativ häufig streame, glaube ich nicht, dass du mehr gemacht hast. 81K, Digga, was du kriegst aber 81.000 Punkte, ach du Scheiße.
Der Großinvestor. Ja, haha. Aber es ist krass, es war alles in der Südhälfte. Alle fünf Runden waren in der südlichen Hälfte. Ja, davor hatten wir nur Hateno-Runden. So. Also. Ja, davor war dreimal Hateno. Ja. Alter, okay. Lima hat wirklich rasiert. Es hätte mich immer echt interessiert, wie Okamson abgeschnitten hätte. Ja. Der hätte bestimmt auch richtig krass abgesandt. Ich glaube, Okamson ist da. Ich glaube, der kennt die Map gar nicht mal so krass. Nee, ich glaube auch. Ich glaube, Okamson wäre da relativ selbstbewusst, würde aber relativ flott dann auch merken, dass teilweise das Ganze sich ganz schön rein, wie sagt man, trackt. Was ist auf Deutsch? Ich kann kein Deutsch. Ja, Lino ist meistens wie so ein Streberschüler, so immer so, ich hab total verschissen, oh, ist doch 5000 Punkte. Naja, schon. Oh, und ich bin oft so einfach, dass ich denke so, ja, das ist da und da und dann habe ich vollkommen daneben geschätzt. Ja. Okay, also noch eine Umfrage, letzte Runde, wir machen wieder 20 Sekunden oder 10 Sekunden, das ist zu krass, oder? 10 geht nicht, 10, also da kriegst du die Karte nicht auf, das ist wirklich bodenlos. Ich würde auch sagen, man könnte noch mal eine längere machen. Nee. Vielleicht eine Minute. Bro, du willst uns einfach nur wieder stompen, Mann. Nein. Schniel, weißt du was? Wir machen gefühlt 10, weil dann haben wir eine Chance gegen Nino. Was? Bro, wenn du wieder. Okay, jetzt heute Abend, ich setze auf Okami all the way. Ja, danke. Danke. Ich habe keine Believer mehr, es ist in Ordnung. Aber es setzt trotzdem gerade noch mehr auf mich. Irgendwie trotzdem fühle ich gerade bei der Punktevergabe. Was? Das ist auch bodenlos. 36.000 Punkte auf mich, 29.000 auf Lino und 700 auf Zelda Meister. 700! 1%, Bro! 1%! Ja, ist egal. Aber ich war diese Runde. Halt, stopp, in dieser Runde war ich Zweiter, ja? Ich war nicht Letzter. Digga, wer hat da gerade reingepayt? What the fuck? Oh ja, wieso? Irgendwer hat gerade richtig in Dino investiert. Irgendwer hat gerade richtig reingepayt. Also sag mal, 30 Sekunden wieder. Wird nicht passieren. Also ich würde sagen 30, weil der Chat das so, Ja, 30 20, zwischen 20 und 30 sind sie. Ich würde sagen, wir nehmen 30, jo. Ja, das 30 machen. Okay, wir machen 30, alles klar. Oh Gott, das ist... Ich schicke euch den Link rein, ja. Einmal gewinnen. Okay, Leute, seid ihr bereit? Wir sind sowas von ready. Okay, scheiß drauf. Alles klar. 3, 2, 1 und go. Ach du meine Güte. Ah, ich weiß es, ja. Nee, hä? Doch. Easy one. Hey? Bro, ich hab keine Ahnung. Das ist ein easy 5K'er. Ich hab keine Ahnung, ich bin so falsch, Mann, ich muss abdrücken. Oh no. Oh no. Leute, ihr seid arm. Ich hoffe, ich hätte. Nein. Doch, Zelda Meister. Nino, aber du kannst jetzt nicht volle Punktzahl wieder haben. Das hast du niemals. Ich sag nichts. Also mit der ersten Runde habe ich gefühlt schon verloren. Okay, wir machen beide. Ja. Okay. 3, 2, 1, go. Hä? Hatten wir das nicht vorhin schon? Nee. Boah, nö, Junge. Immer dieses blöde Wüstending, da war ich nie. Ich hab so verloren. Also wirklich, heute, das ist der K.O.-Schlag für jeden, der auf mich gewettet hat. Runde. Boah, Digga, das ist hart. Das ist fucking hart. Das könnte wirklich überall sein, jetzt ernsthaft mal. Das ist härter als Kevin Hart. Ja, es muss aber hier sein. Fuck, das ist übel schwer. Das ist nicht leicht, nee. Muss das sein. Ich sage hier. Oh, ist okay. Ja. Erster Gedanke war besser, aber nicht so scheiße wie die erste Runde. Okay. 3, 2, 1, next one. Ja, Digga, also. Das ist ultra schwer. Ich weiß nicht, was sein könnte. Es ist nicht ultra schwer, aber es ist auch tatsächlich nicht mal so einfach, wie man im allerersten Moment vermuten würde. Ich geh einfach auf die Mitte und lass. Dann boah! Auf. Ja! Okay. Lecker die Schmacke, die schmeckt schon mal. 3. Ja, 2, 1, vorletzte Runde. Oh nee. Ja doch. Weiß ich tatsächlich zum Glück. Weiß ich ganz genau. Ey, ich bin so schlecht. Da haben wir das eine Minigame-Video aufgenommen, Schnalle. Ja toll, ich bin wieder ausgeschlossen. Ich weiß nicht, was du meinst, Dino, aber ja. Der Laden, dank. Scheiße, nein, ich bin doch nicht sicher. Ich hab keine Ahnung. Ich bin da wirklich raus. Also das ist krank. Sicher, dass es das, das ist krank. 100%. Ich bin komplett weg, ich bin raus. Also das hätte ich aber auch auf For Real nicht erraten. Also das ist. Boah, ich hab nicht mal mehr Zeit gehabt, noch einzuloggen, weil die Zeit ist abgelaufen gerade. Okay. Oh mein Gott. Okay, 3. Ich war jetzt kurz davor, ganz woanders hinzugehen, ja. 3, 2, 1, go. Oh. Ah ja, gut. Ja. Warte mal. Nee, das ist jetzt irgendwie nicht so.
Hä? Wo sind da rote Steine? Was muss das sein? Ja. Okay, Leute. Also. Okay. Also, ich bin fertig. Gut. Ja, so schlecht war es jetzt nicht. Also, das war die schlechteste Runde des Tages, kann ich jetzt schon sagen, vom Gesamtpunkten. Echt? Okay, ja, krass. Das war die... Die war richtig Mist. Okay, okay. Endpunktestand, ja? Endpunktestand. Okay. Erste Runde, was habt ihr? Okay. 2-9. 2-9? Okay, hart, hart. Ich hab 5000. Digga, halt dein Maul. 4669. Ho. Bin so raus. Zweite Runde. 5000. Digga! Elino! 4011. 4302. Ja, die war auch schlecht, die Runde. Okay, dritte. Ja, 5K, was ist das? 5K. 5K. Ja, da habe ich, ja, da hab ich 8 Meter daneben, Alter. Easy. Oh, nee. Es ist, oh, vierte Runde? Nein. Ja, vierte Runde. Lino? 5K. Bruder, halt dein Maul, du hast nicht 4 Runden perfekt gemacht, oder? Bro, ich habe nicht mal die Hälfte. Ich habe 2, 2, 6, 7. Ich habe auch 5000 bei der vierten. Das kann nicht sein. Ich bin, letzte Runde? Ich bin, ja, die war in Ordnung. 3, 8. 5K. War fein. Digga, du hast nicht wirklich 25K. Ich hab den einen 5K. Ich hab, Digga, halt dein Maul wirklich. Ich sag dir aber auch ehrlich, ich hab keine Ahnung, wie Lino das so hinballern kann. Nicht. Also das verstehe ich nicht. Alter, das ist wirklich bodenlos. Das war wirklich krank. Boah. Junge, wie hast du denn da... Also beim letzten, komm mal ganz im Ernst. Bei der letzten habe ich auch... Mit euren Kanalpunkten. Bei der letzten habe ich 4964 geholt. Aber wie kannst du denn das wie selbst das so genau wissen? Ich weiß es nicht. Also ich bin genau drauf, genau. Also in der letzten Runde bin ich 16 Meter daneben. Jemand muss den Typen einweisen, jetzt war ohne Scheiße. Also. Das war so eine gute Runde von mir. Ich habe insgesamt, was habe ich denn insgesamt? 23.644. Ja, das war eine verdammt gute Runde von dir. Aber oh, jetzt hat Spezidos auch noch VIP eingelöst. Ja, klar. Ja, okay. Okay, dann gönn die, Alter. Eine Spezidose. Bitteschön, Mann. Aber es spiegelt eigentlich relativ genau unsere Hide-and-Seek-Ergebnisse wieder, ne? Ja, das ist aber Bullshit. Das ist so Gaslighting. Ich habe bis auf... bis auf Staffel 3 hast du nicht verloren, ich weiß. Danke, für meine derzeit 0 Kanalpunkte. Immer gerne doch. Kein Ding, der für mich hier. Bro. Aua. Ich habe schon wieder Tränen in den Augen. Ja, okay. Ja, gut. Lino hat, was soll ich jetzt sagen? Ich habe jetzt schon Angst vor den. Kommt das auf Schneileits? Ja, das kommt auf Schneileits. Ja, ich gehe mich begraben, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ah, Digga, 0 Kanalpunkte ist crazy. Same, auch 0 Punkte. Leute, ihr fangt einfach wieder komplett Reset an bei mir. Nee, aber im Hide and Seek war ich nicht so kacke. Ich habe nur die letzte Staffel so reingetrollt, weil ich dachte, dass ich schon letzter war. Weil die Jungs mich da reingegaslightet haben. Ich weiß aber auch bis heute nicht, wie wir auf den Trip gekommen sind, dass ich letzter war. Ich hatte eine einzige Subrunde verloren, ansonsten gar nicht. Ich war ja fast Zweiter. Ich weiß es auch nicht mehr. Du hast einfach wenig gewonnen gehabt, glaube ich. Ja, aber ich war immer konstant Zweiter, Dritter und ich verstehe es nicht. Ja, ich habe ja gerade auf der Liste eigentlich auch fast gar nicht mehr gewonnen. Guck mal, Jasmin, Kuss geht raus, wir mögen dich doch, Zelda-Meister. Ehrenfrau. Sieger der Herzen immer, ja. Vielleicht mache ich das ja auch mit Absicht, um zu gucken, wer auch in schweren Zeiten zu mir hält. Um dann nächste Woche mit meinen überkrassen Geogesser-Skills komplett abzureißen. Genau, eine Runde Herzen, das ist der Plan, Zelda-Meister. Genau, ich denke auch. Mitleid. Hier, ich fange an. Ich denke, das ist der Plan dahinter. Etwas schnelle Herzen. Okay, also dann nochmal. Schnelle Herzen. GG an Lino, der circa jede Runde. Ich habe eine Runde gewonnen, ne? Eine Runde habe ich gewonnen. Ja, du hast eine Runde gewonnen. Okay. Aber trotzdem dann GG an Lino und an die ganzen Leute, die jetzt ihre Kanalpunkte gewonnen haben. Wie gesagt, wir machen vielleicht nochmal heute Abend oder morgen früh mit Okamsen, wenn er Zeit hat, wenn er dazu stoßen möchte. Muss man mal schauen. Muss man mal schauen hier, ne?